Meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Name ist Werner Frick und ich darf Sie aus dem Hörsaal 1010 der Albert-Ludwigs-Universität, aber leider noch nicht wieder in diesem Hörsaal, sehr herzlich zum Beginn des Wintersemesters 2020/21 im Studium Generale der Universität Freiburg begrüßen. Es ist noch immer eine sehr spezielle Situation, in der wir uns befinden und der wir nach bestem Vermögen Rechnung zu tragen suchen. Im vergangenen Sommersemester 2020 behielt Covid-19 die Oberhand und wie viele andere Kultur- und Bildungseinrichtungen mussten auch Studium Generale und Colloquium Politicum ihr komplettes Veranstaltungsangebot kurzfristig absagen, darunter einen sorgfältig vorbereiteten, hochkarätig besetzten Zyklus über den großen Jahrgang 1770, also zum 250. Geburtstag des Trios Beethoven, Hölderlin und Hegel, aber auch Veranstaltungen zum 100. Todesjahr des Soziologen Max Weber, viele attraktive Einzelvorträge und Diskussionspodien und nicht zuletzt auch unsere junge Universität für Schülerinnen und Schüler von 14 bis 18 Jahren. Alles perdu und für die Katz. Diese Absagen waren bitter und sie waren jammerschade und waren doch nur eine unbedeutende Episode in der großen Kalamität der Corona-Pandemie. Im Wintersemester 2020/21 wollen wir den Neustart wagen, dem vermaledeiten Virus ein Schnippchen schlagen und der universitären wie städtischen Öffentlichkeit auch unter fortdauernden Corona-Bedingungen wieder ein lehrreiches und abwechslungsreiches Vortragsprogramm bieten. Da Präsenzvorträge in den Hörsälen der Universität und in realer Anwesenheit des Publikums aufgrund der geltenden Einschränkungen noch nicht wieder möglich sind und auch während des gesamten Wintersemesters nicht möglich sein werden, haben wir stattdessen ein vielseitiges Online-Programm für Sie zusammengestellt. So sehr auch wir uns nach Präsenzveranstaltungen sehnen, dem Austausch mit einem leibhaftig anwesenden und geistesgegenwärtigen Publikum, so froh und dankbar sind wir doch andererseits darüber, dass die digitalen, vorab aufgezeichneten Vorträge unseres Winterprogramms uns die Gewissheit bieten, unsere Hörerinnen und Hörer bei jedem Stand der noch immer volatilen und in ihren weiteren Entwicklungen schwer vorhersehbaren Pandemie erreichen zu können. Wenigstens unter diesem Aspekt glauben wir, mit unserer Planung für die Wintersaison auf der sicheren Seite zu sein. Und das will in diesen riskanten Zeiten schon viel heißen. Wir sind allen vortragenden Kolleginnen und Kollegen dankbar, die sich auf die erzwungenen neuen Corona-Formate in digitaler Präsentation und mit ihren ganz eigenen rhetorischen und performativen Herausforderungen bereitwillig und ohne Lamento eingelassen haben. Und wir danken auch Ihnen, unserem Publikum dort draußen vor den Bildschirmen, dass Sie es mit diesen neuen Online-Formaten versuchen wollen, solange die Universität noch nicht wieder das offene und gastliche Haus sein darf, das sie so gerne sein möchte und eines Tages auch wieder sein wird. Unter den Vorzeichen der fortdauernden Pandemie besteht das Programm des Studium Generale im Wintersemester 2020/21 aus zwei unterschiedlich ausgerichteten Vortragsreihen. In den sogenannten Freiburger Wintervorträgen, mit denen wir heute beginnen, wollen wir Ihnen in 16 thematisch unverbundenen, je für sich stehenden Einzelvorträgen Woche für Woche Einblicke in die forschende Universität bieten. Die Referentinnen und Referenten, allesamt Angehörige der Universität Freiburg, widmen sich dabei in offener Folge und gleichsam nach der Devise des Theaterdirektors aus Goethes Faust, wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen. Sie widmen sich einer reichhaltigen Palette wissenschaftlicher Themen aus Literatur, Kunst und Geschichte, aus Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt. Ich bin sicher, auch Sie werden sich aus diesem Strauß an Möglichkeiten die für Sie richtigen und interessanten Angebote herauspicken. Neben diesen Wintervorträgen haben wir in einem kleineren, thematisch geschlossenen Zyklus
Perspektiven der Wissenschaft auf die Herausforderung Corona versammelt. In 6 Vorträgen, mit denen wir in der kommenden Woche beginnen, werden renommierte Freiburger Experten aus Medizin, Psychologie, Theologie, Geschichts-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaft jeweils fachbezogen und für ihren Kompetenzbereich ihr Verständnis der Corona-Lage erläutern und Überlegungen zur Bewältigung der Pandemie formulieren. Auch dies ein Versuch, der Bringschuld der Wissenschaft für die Gesellschaft zu entsprechen und mit den Begriffsmitteln unterschiedlicher Disziplinen zu einem informierten und aufgeklärten öffentlichen Diskurs beizutragen. Jede Woche also, jeweils dienstags und donnerstags, erwarten Sie von heute an und das gesamte Wintersemester über 2 neue Vorträge aus diesen beiden Zyklen, den Wintervorträgen und der Corona-Reihe. Und daneben läuft auch unsere Langzeitreihe zu den Konturen der nächsten Gesellschaft fort, die wir gemeinsam mit der hier federführenden Katholischen Akademie Freiburg und dem Theater Freiburg durchführen. Über das gesamte Programm können Sie sich in unserem Veranstaltungsverzeichnis wie auch auf der Website des Studium Generale, über unseren wöchentlich erscheinenden Newsletter oder aktuell aus der Badischen Zeitung im Detail informieren. Alle neu aufgezeichneten Vorträge werden über einen längeren Zeitraum, meist für das gesamte Wintersemester, über die Mediathek des Studium Generale verfügbar bleiben. Sie können sie also auch zeitversetzt und auf Wunsch auch mehrfach hören und gern auch Ihren Kommilitonen, Freunden und Bekannten weiterempfehlen. Dafür wären wir sehr dankbar. Und damit genug der Vorreden und hinein in den Reigen unserer Freiburger Wintervorträge. Wir sind, meine Damen und Herren, sehr glücklich und auch ein wenig stolz, dass wir für den heutigen Eröffnungsvortrag niemand Geringeres gewinnen konnten als Frau Professorin Dr. Kerstin Kriegelstein, seit 1. Oktober dieses Jahres die neue Rektorin der Albert-Ludwigs-Universität und damit überhaupt die erste Frau an der Spitze unserer Alma Mater seit deren Gründung im Jahre 1457 vor nunmehr immerhin 563 Jahren. Es ist ein wunderbares Zeichen, dass die Rektorin sich sofort und mit Freude bereit erklärt hat, diese Vortragsreihe zu eröffnen, weil ihr der Austausch der Universität mit der Stadt und der Gesellschaft besonders am Herzen liegt. Darüber werden wir gleich mehr von ihr selbst hören. Kerstin Kriegelstein hat nach ihrem Abitur in Marburg an der dortigen Philipps-Universität Chemie studiert, später die Fächer Pharmazie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und Pharmakologie an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Nach der Approbation als Apothekerin wurde sie 1990 in Marburg mit einer Dissertation über die Struktur von Tetanustoxin und Totulinum-A-Toxin promoviert. Es folgten Forschungszeiten als Postdoc an der University of California in Irvine und an den Universitäten in Marburg und Heidelberg, wo sie sich, Heidelberg, 1997 auch für das Fachgebiet Anatomie und Zellbiologie habilitierte. Dann ging es Schlag auf Schlag mit einer hochansehnlichen Karriere. 1998 ein Heisenberg Fellowship der DFG in Heidelberg, 1999 der erste Ruf auf eine Professur für Anatomie an der Universität des Saarlandes, 2001 der Wechsel auf eine Professur für Neuroanatomie in der Universitätsmedizin der Georg-August-Universität Göttingen. 2007 wurde Frau Kriegelstein zum Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher, der berühmten Leopoldina, in Halle gewählt. Im selben Jahr folgte sie dem Ruf auf eine Professur für Anatomie hier an der Albert-Ludwigs-Universität. Seit 2009 war Kerstin Kriegelstein Direktorin der Abteilung für molekulare Embryologie, danach Prodekanin der Medizinischen Fakultät und kommissarische Leiterin der Abteilung für Neuroanatomie. Von 2014 bis 2018 fungierte sie als Dekanin unserer großen medizinischen Fakultät in Freiburg, bevor sie 2018 das Amt der Rektorin der Universität Konstanz antrat.
Am 27. Mai aber wurde sie, 2020, zur Rektorin der Albert-Ludwigs-Universität gewählt und ist nun zum Beginn dieses Wintersemesters zurückgekehrt, um in nicht einfacher Zeit das Ruder unseres Universitätsschiffs in die Hand zu nehmen. Vielleicht ja doch ein beruhigender Gedanke, in Zeiten einer epochalen Pandemie gerade eine Medizinerin an der Spitze, an unserer Spitze zu wissen. Wir wünschen der Rektorin viel Glück und Erfolg für ihre große neue Aufgabe und wir sind sehr dankbar, dass sie sich selbst in angespannten Tagen wie diesen die Zeit genommen hat und die Konzentration gefunden hat, uns schon so früh in ihrer Amtszeit an ihren Gedanken über die Rolle von Wissenschaft und Forschung und ihre Bedeutung für die moderne Gesellschaft teilhaben zu lassen. Meine Damen und Herren, freuen Sie sich mit mir auf Rektorin Kerstin Kriegelstein und ihre Überlegungen zum Thema Universität und Gesellschaft. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir eine ganz besondere Freude, heute die Reihe der Freiburger Wintervorträge eröffnen zu dürfen. In den kommenden Wochen werden Forscherinnen und Forscher unter anderem über die Europäische Menschenrechtskonvention, das bedingungslose Grundeinkommen, deutsche und europäische Perspektiven auf das Kriegsende von 1945 und Konflikte der Nutzung rund um natürliche Ressourcen referieren. Dieses breite Themenspektrum zeigt die Stärke dieser Reihe auf und verdeutlicht gleichzeitig den unverzichtbaren Dienst, den das Studium Generale leistet. Unter diesem Dach und in diesem Semester ist es ein virtuelles Dach, kommen regelmäßig Forscherinnen und Forscher, Expertinnen und Experten zusammen, um zu erklären, zu ergründen, zu erörtern und einzuordnen. Sie nutzen ihr Fachwissen, um uns allen eine Welt verständlicher zu machen, die immer komplexer, vielschichtiger und ja auch komplizierter, unübersichtlicher und nervenaufreibender wird. Das betrifft die Politik, die Kultur und Gesellschaft, die Wirtschaft und natürlich auch unsere Universitäten und alle anderen Bildungseinrichtungen. In dieser Gemengelage ist es auch für Expertinnen und Experten eines Faches nicht immer einfach, den Überblick zu behalten, alle relevanten Stränge des Geflechtes zu erkennen und sie sinnvoll zusammenzuführen. Es braucht also den interdisziplinären Dialog, den Diskurs und auch den Disput. Es braucht ein Prisma der Fächervielfalt. Um die Komplexität des 21. Jahrhunderts zu erfassen, braucht es mit einem Wort die Volluniversität. Universität Freiburg. Als Rektorin der Albert-Ludwigs-Universität bin ich besonders stolz, mich heute mit dem Thema Universität und Gesellschaft zu befassen, denn die Voraussetzungen dafür sind außerordentlich reizvoll. Auf der einen Seite steht die Universität Freiburg, eine Traditionsuniversität, die den Sprung aus dem Mittelalter ins 21. Jahrhundert gemeistert hat. In ihren Anfängen hatte die Universität etwa 140 Studenten, die an den vier Fakultäten Medizin, Jura, Theologie und Philosophie studieren konnten. Das ist erst einmal nichts Außergewöhnliches. Dieses Profil entspricht einer typischen Mittelalteruniversität. Herausragend ist für mich allerdings die starke Vorwärtsgewandtheit, die die Universität Freiburg auch schon in den vergangenen Jahrhunderten unter Beweis stellte. Im 17. und 18. Jahrhundert präsentierte sie Reformen, die das Studium moderner und zugänglicher machten. Im 19. Jahrhundert äußerten hier Professoren ihre liberale Vorstellung von Freiheit und Einheit Deutschlands. Und 1900 wurde hier Johanna Kappes als erste Frau Deutschlands zu einem Studium der Medizin zugelassen. Heutzutage ist die Albert-Ludwigs-Universität eine Volluniversität mit knapp 25.000 Studentinnen und Studenten und sie setzt Forschungsschwerpunkte, die sich mit Schlüsselfragen unserer Gesellschaft und Zukunft beschäftigen, seien es künstliche Intelligenz, Umwelt und Nachhaltigkeit,
zivile Sicherheitsforschung oder medizinische Epigenetik, Immunologie und Krebsforschung. Die Universität Freiburg ist aus der Spitzengruppe der deutschen Universitäten nicht mehr wegzudenken. In allen relevanten und renommierten Rankings wird sie unter den Top 10 und sogar Top 5 bewertet. Seit Jahren gehört sie in diesen Rankings auch zu den 100 besten Universitäten weltweit. Unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zählen laut Förderatlas der Deutschen Forschungsgemeinschaft zu denjenigen, deren Anträge auf Forschungsvorhaben am häufigsten bewilligt werden. Wir haben die meisten Graduiertenkollegs, in denen Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler an ihren Dissertationen arbeiten. Freiburg ist hervorragend mit Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen und Partnern vernetzt. Und auch im Bereich der Lehre sind wir in allen zentralen Wettbewerben des Bundes und der Länder erfolgreich. Meine Damen und Herren, Sie sehen, worauf ich hinaus will. Freiburg gehört zu den Exzellenzuniversitäten, auch wenn Freiburg offiziell noch keine Exzellenzuniversität ist. Doch die nächste Gelegenheit kommt. Stadt Freiburg. Auf der anderen Seite steht die Stadt Freiburg, die weltbekannte Green City, die über Landes- und Staatsgrenzen hinaus Vorbildcharakter für eine gelebte Nachhaltigkeit hat. Eine Stadt, in der es eine starke, ausgeprägte Tradition von Formen der kooperativ-demokratischen Bürgerbeteiligung gibt, in der eine vielfältige Kunst- und Kulturszene pulsiert, in der meinungsstarke Bürgerinnen und Bürger miteinander über Politik, soziale Teilhabe und globale Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und andere Themen diskutieren, die unsere Gegenwart bestimmen. Es kommt nicht von ungefähr, dass Freiburg eine der ersten Universitäten in Deutschland war, die ein Studium Generale auf die Beine stellte. Die Universität erkannte rechtzeitig das Interesse der Stadtbevölkerung an der Arbeit ihrer Forscherinnen und Forscher, und die Stadtbevölkerung hat in beachtlichen 7 Jahrzehnten nicht das Interesse an der Arbeit der Universität verloren. Vor diesem Hintergrund ist also auch mein Vortrag zu sehen, der sich mit der Beziehung dieser beiden Akteure, der Universität einerseits und der Gesellschaft andererseits, beschäftigt. Natürlich werde ich dabei auch den geografischen, lokalen Rahmen verlassen. Ist es eine Symbiose, ein Spannungsverhältnis, ein Ring, in dem zwei Sparringspartner aufeinandertreffen? Was macht diese Beziehung aus? Diese Fragen bedürfen zunächst einer Klärung. Wie ist das Selbstverständnis einer modernen Universität? Welche Rolle spielt sie in der Gesellschaft? Und wie haben sich ihre Aufgaben womöglich in den letzten Jahrzehnten verändert? Wie kann eine Universität dazu beitragen, den Wohlstand einer Gesellschaft zu sichern und sich als zuverlässige Impulsgeberin in Debatten zu lokalen wie globalen Herausforderungen erweisen? Wie kann ein Miteinander zwischen Universität und Gesellschaft im 21. Jahrhundert aussehen? Begeben wir uns zunächst auf eine Art Sinnsuche, den Versuch einer Selbstidentifikation. Was sind die Aufgaben einer Universität? Hier sehe ich sie in der dreifachen Verpflichtung. Erstens gegenüber der Forschung, zweitens gegenüber der Lehre und drittens gegenüber der Gesellschaft. Forschung. Im letzten Jahr haben wir das 70. Jubiläum des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland gefeiert. Dieses Dokument ist in vielerlei Hinsicht eine bemerkenswerte Errungenschaft der Demokratie, die es zu achten und zu erhalten gilt. Für die Universitäten bestimmt das Grundgesetz den wichtigsten Rahmen ihrer Arbeit. Es definiert unsere Raison d'être. Artikel 5 garantiert uns die Freiheit der Meinung, der Kunst und der Wissenschaft. Die Meinung ist frei, die Wissenschaft ist frei. Diese Begriffe sind freilich nicht synonym. Natürlich können Meinungsfreiheit und Wissenschaftsfreiheit auch deckungsgleich sein. Doch mit der Wissenschaftsfreiheit geht ein besonderer Anspruch einher, den die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein höchstes Maß an Reflexion und Rechenschaft abverlangt. Freiheit der Wissenschaft bedeutet zum Beispiel, dass Forscherinnen und Forscher von politischer und auch wirtschaftlicher Einflussnahme
frei von politischer und auch wirtschaftlicher Einflussnahme arbeiten können. Weder Bund noch Länder noch Industriegiganten dürfen ihnen vorgeben, um was es in ihrem nächsten Forschungsvorhaben gehen soll. Sie dürfen sie ebenso wenig davon abhalten, ihre Forschungsergebnisse zu veröffentlichen, wenn diese zum Beispiel kritisches Potenzial gegenüber den Entscheidungen einer Regierung aufweisen. Forscherinnen und Forscher sind nicht der Staatsmacht, sondern lediglich der Wissenschaft selbst verpflichtet. Ihre Aufgabe ist es, ihre Ergebnisse zu veröffentlichen. Und sowohl ihre Fachcommunity als auch die interessierte Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig dürfen Forscherinnen und Forscher ihre Arbeit nicht instrumentalisieren, um politische Prozesse zu lenken und gesellschaftliche Debatten anzufechten und anzufeuern. Sie dürfen ihre Arbeit nicht in den Dienst von Aktionismus oder einer persönlichen Agenda stellen. Sie dürfen ihre Ergebnisse nicht verfälschen, um sich persönlich zu bereichern. Freie Wissenschaft steht für Evidenz und nicht für Emotion oder wirtschaftlichen Ertrag. Und hier komme ich zu einem entscheidenden Punkt. Freiheit der Wissenschaft bedeutet keinesfalls, dass sie ohne Regelwerk betrieben wird. Dass beim Auswerten von Daten nach Pi mal Daumen Verfahren oder beim Argumentieren in einer Publikation nach eigenem Gutdünken vorgegangen wird. Ganz im Gegenteil. Wir sind verpflichtet, uns an die Standards der Wissenschaft zu halten, so wie sie etwa von der Deutschen Forschungsgemeinschaft in ihren Leitlinien gute wissenschaftliche Praxis festlegt. Aus der Freiheit ergeben sich strengste Verpflichtungen. Wer forscht, muss akribisch seine Quellen und Methoden offenlegen, seine Ergebnisse überprüfbar machen. Diese wissenschaftliche Integrität ist das höchste Gut, das wir an einer Universität haben. Sie gehört zum Wesenskern unseres Berufsethos. Die Überprüfbarkeit einer These, einer Studie, einer Monographie macht diese erst zu einer wissenschaftlichen Wahrheit. Und dazu gehört auch, dass sie wieder falsifiziert werden kann. Wer einen Blick in die Wissenschaftsgeschichte wirft, erkennt schnell, im Namen der Wissenschaft wurden auch skurrile, bis fragwürdige und bisweilen menschenverachtende Wahrheiten, und ich setze diesen Begriff in Anführungsstriche, behauptet. Auch in der Universität Freiburg. Zu den dunkelsten Kapiteln ihrer Geschichte gehört, dass hier Anfang des 20. Jahrhunderts die Rassenhygiene und ihre Politisierung perfektioniert wurden. Der Mediziner Eugen Fischer verwaltete eine Schädelsammlung und verknüpfte bestimmte Körpermerkmale mit angeblichen Charaktereigenschaften. Diese Arbeiten dienten den Nationalsozialisten als entscheidende Stütze für die Rassengesetze, und Fischer wurde zu deren größtem Fürsprecher aus der Forschung. Daraus ergibt sich eine besondere Aufgabe für uns, die Universität Freiburg, nämlich uns konsequent mit der eigenen Wissenschaftsgeschichte auseinanderzusetzen. Glücklicherweise sind diese finsteren Zeiten vorbei. Und was ich an dieser Stelle deutlich machen möchte, ist, Leitlinien wie die der guten wissenschaftlichen Praxis verhindern, dass Wissenschaft missbraucht und für perfide Absichten zweckentfremdet wird. Und trotzdem gehört es zum Wesen der Wissenschaft, dass sie sich irren kann. Und irrt, auch ohne verbrecherische Absicht. Denn die menschliche Erkenntnis stößt immer wieder an Grenzen. Wissenschaftliche Arbeit ist langwierig und kleinteilig. Es dauert manchmal Jahrzehnte, Thesen zu überprüfen, sie zu bestätigen oder zu entkräften. Denken Sie nur an das Higgs-Teilchen. Seine Existenz wurde zum ersten Mal 1964 behauptet und erst 2012 konnte diese auch nachgewiesen werden. Durch das strenge Befolgen von der Wissenschaftsstandards ist unsere beste und sicherste Chance, evidenzbasierte Erkenntnisse zutage zu fördern. Forschende können ein wissenschaftliches Ergebnis mit Mitteln überprüfen, auf die sie sich gemeinsam verständigt haben. Das unterscheidet die Wissenschaft von persönlicher Meinung, unfundierten Äußerungen, unbeabsichtigten Falschaussagen und gezielten Lügen. Lehre.
Derselbe Artikel 5 des Grundgesetzes garantiert uns auch die Freiheit der Lehre. Und hier komme ich zur zweiten Säule der universitären Verantwortung. Universitäten sind Orte der Kompetenzbildung für Generationen von Studierenden. Hier bilden wir die Expertinnen und Experten von morgen aus. Hier investieren wir in unsere gemeinsame Zukunft. Das ist das beste Argument dafür, universitäre Lehre nach den höchsten Qualitätskriterien zu gestalten und umzusetzen. Dazu gehört nicht nur die Vermittlung von Fachwissen, sondern auch von Standards der wissenschaftlichen Redlichkeit. Dazu gehören auch Innovationen auf dem Gebiet der Lehrmethoden und Studienprogramme, die auf die Beschaffenheit der modernen Welt reagieren, etwa Studiengänge, die Studierende über die traditionellen Zielgruppen der Universitäten hinaus gewinnen oder interdisziplinäre Inhalte, die globale Herausforderungen thematisieren und einen Studiengang international interessant machen. Ein großartiges Beispiel dafür ist aus meiner Sicht der Weiterbildungsstudiengang Global Urban Health. Hier befassen sich Studierende, die meisten von ihnen sind bereits Fachkräfte, aus aller Welt mit Strategien für den Umgang mit gesundheitlichen Risikofaktoren in Städten, insbesondere in Schwellen- und Entwicklungsländern. Viele von ihnen tragen dieses Wissen nach dem Studium wieder in ihre Heimatländer, wo sie Strategien entwickeln, um mit ansteckenden Krankheiten, Gewalt, urbanem Klima oder Migration umzugehen. Egal welchen Studiengang wir betrachten, die Universität Freiburg beruft sich auf das Humboldtsche Bildungsideal und bekennt sich zur Einheit von Forschung und Lehre. Forschende bringen Impulse aus aktiv betriebener Wissenschaft direkt in die Hörsäle und Seminare ein und beteiligen Studierende am Forschungsprozess. In einer zunehmend wissenschaftsbasierten Gesellschaft ist es wichtiger denn je, die Universität als Ort des lebenslangen Lernens zu begreifen. Lehrende und Studierende treten in einen offenen Austausch miteinander. Wissen wird als etwas Unfertiges und Unabgeschlossenes aufgefasst, das gemeinsam erlangt und entwickelt werden muss. Das ist eine ungeheure Behauptung, die Wilhelm von Humboldt für das Wesen der Wissenschaft und der Lehre erhebt. Er verlangt damit den Forschenden und Studierenden eine ungeheure geistige Flexibilität ab. Sie alle müssen begreifen und damit klarkommen, dass es sich bei Wissenschaft um etwas, Zitat, noch nicht ganz Gefundenes und nie ganz Aufzufindendes, Zitat Ende, handelt. Einfache Wahrheiten gibt es nicht. Das Wissen ist nie abgeschlossen und wird sich immer wieder verändern. Diese Einsicht erhalten Studierende am besten in Form des forschenden Lehrens. Einem hochschuldidaktischen Format, das an der Albert-Ludwigs-Universität, vor allem am University College Freiburg, besonders prominent verankert ist. Die Idee des forschenden Lernens ist, Studierende entwickeln selbstständig eine relevante Fragestellung oder Hypothese, suchen mit Hilfe verschiedener Methoden nach Antworten, reflektieren den Forschungsprozess, bereiten ihre Ergebnisse auf und präsentieren sie. Lernen wird dabei nicht als bloße Anhäufung von Wissen verstanden, sondern als ein ergebnisoffener und dynamischer Prozess, bei dem das forschende Individuum im Mittelpunkt steht. Ich denke da zum Beispiel an die vorhin erwähnte Schädelsammlung, die an die unrühmliche Arbeit des Anatomen Alexander Ecker und des Mediziners Eugen Fischer erinnert. Vor 3 Jahren haben sich Freiburger Studierende in einem fächerübergreifenden Hauptseminar mit der anatomisch-anthropologischen Sammlung befasst. Sie haben problematisiert, dass die Sammlung zum Teil menschliche Überreste enthält, deren Erwerb aus heutiger Sicht ethisch und wissenschaftlich nicht tragbar ist. Vor diesem Hintergrund erarbeiteten sie ein Konzept für die Neugestaltung einer Ausstellungseinheit, die nun im Uniseum zu besichtigen ist. Dort erwartet die Besucherinnen und Besucher ein 6-eckiger Ausstellungstisch, der die Problematik der Schädelsammlung aus 6 verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Dieses Projekt ist nur ein Beispiel für viele dieser Art, die mich als Rektorin mit Stolz erfüllen.
Sie zeigen, dass sich die Universität Freiburg, ihre Lehrenden und Studierenden auf dem richtigen Weg befinden. Sie machen es sich nicht einfach, sondern verdeutlichen mit ihrer Arbeit, eine simple Wahrheit gibt es in der Wissenschaft nicht. Es existieren immer mehrere Blickwinkel und es ist wichtig, sie auch der interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. An dieser Stelle möchte ich eine weitere essentielle Aufgabe der universitären Lehre hervorheben. Eine Universität wird immer eine Bildungseinrichtung bleiben, die mehr als nur Daten, Fakten und Methoden vermittelt. Es ist die Aufgabe einer Universität, alle Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass ihre Studierenden nicht nur Fachkompetenzen erlernen. Sie erlernen auch fachübergreifende und zukunftsweisende Schlüsselfertigkeiten für Herausforderungen unserer Gesellschaft, die sich bereits jetzt am Horizont abzeichnen. Dazu zählen etwa Kompetenzen auf dem Gebiet der digitalen Transformation sowie der nachhaltigen Entwicklung. Wie ich bereits erwähnt habe, wir bilden hier die Expertinnen und Experten von morgen aus. Und wir können entscheiden, was aus unserer Sicht zu Ihrem Portfolio gehören sollte. Unverzichtbar ist es, dass diese Expertinnen und Experten sich als selbstständig denkende, kritische und mündige Mitglieder der Gesellschaft nicht davor scheuen, Verantwortung zu übernehmen. Der Erwerb dieser Eigenschaften braucht Zeit. Sie entwickeln sich mit Erfahrung und werden nicht bei jeder und jedem gleich ausgeprägt sein. Doch die Aufgabe einer modernen Universität ist es, die notwendigen Anreize zu setzen. Dafür finden sich zahlreiche herausragende Beispiele an der Universität Freiburg. Ich möchte aus aktuellem Anlass ein besonderes herausgreifen in dem Modell Service Learning. Lernen Studierende, wie sie sich durch soziales Engagement für die Stärkung der Zivilgesellschaft einsetzen können. Sei es im Bereich der Interkulturalität und Migration oder der politischen Interessenvertretung. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie entfaltete das Modul im Sommersemester 2020 sein volles Potenzial. Die Universität weitete die Einsatzfelder auf das Engagement in der Pandemie aus. Studierende übernahmen den Telefondienst für den städtischen Krisenstab, gingen für Seniorinnen und Senioren einkaufen und halfen bei der ambulanten Hospizgruppe aus. Dieses Engagement reflektierten sie gemeinsam mit Lehrenden und erlebten, dass sie mit ihren Kompetenzen unmittelbar zum Wohl der Gesellschaft beitragen. Gesellschaft. Ob Forschung oder Lehre, in allen ihren Aspekten und Spielarten, die ich bisher angesprochen habe, schält sich sehr deutlich ein übergeordnetes Thema heraus. Und damit komme ich zu Punkt 3, der gesellschaftlichen Verantwortung. Im Laufe der Jahrhunderte haben sich die Rahmenbedingungen für Universitäten immer wieder verändert. Ihre Organisationsformen, finanzielle Bedingungen und Arbeitsweisen, ihr Selbstverständnis und ihre Beziehung zu Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Auch heutzutage findet eine grundsätzliche Diskussion darüber statt, was Universitäten für die Gesellschaft leisten sollen und wie ihre Verantwortung ihr gegenüber gestärkt und gesichert werden kann. Eine Gesellschaft, die zum einen selbst zunehmend wissensbasierter wird und zum anderen ihr Umfeld als immer fragmentierter und unübersichtlicher erlebt. Herausforderungen wie politische Krisen, die Auseinandersetzung mit komplexen sozialen Problemen oder ein durch die sozialen Medien verändertes Kommunikationsverhalten wecken entsprechend hohe Erwartungen an Universitäten. Eine Studie der Körber Stiftung mit dem Titel The Place of Universities in Society aus dem Jahr 2019 hat anschaulich herauskristallisiert, auf welchem Geflecht Universitäten heutzutage treffen. Sie sollen direkter und effizienter zu wirtschaftlichem Wachstum, gesellschaftlicher Inklusion und kultureller Vielfalt beitragen. Der Transfer von Wissen in die Gesellschaft kann in unterschiedlichen Formen und Formaten erfolgen. Sei es als Anmeldung von Patenten, als Kooperation mit Partnern aus der Industrie, als das Gewähren von Nutzungsrechten an bestimmten Forschungsergebnissen, als Beratung von politischen oder wirtschaftlichen Einrichtungen oder als Dienstleister im Weiterbildungsbereich.
Zugleich kann und soll dieser Transfer ein selbstverständlicher Bestandteil der Forschung und Lehre an Universitäten sein. Das ist eine enorme Verantwortung und eine Entwicklung, die längst nicht abgeschlossen ist. Gerade im Hinblick auf die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen, auf die Verwaltung und die Institutionalisierung dieser Aufgabe innerhalb der Universität liegt noch ein weiter Weg vor uns. Wissenschaftskommunikation. Doch begeben wir uns aus der Zukunft in die unmittelbare Gegenwart. Auch diese Vortragsreihe ist eine Spielart dieses Transfers. Hier möchte ich ein Thema herausstellen, das ich als eine der wichtigsten Aufgaben der Universität begreife, die Wissenschaftskommunikation. Dieser Begriff hat sich in den letzten Jahren zu einem prominenten Schlagwort entwickelt. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat im vergangenen Jahr dazu ein Grundsatzpapier veröffentlicht. Es ermutigt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, eine allgemeinverständliche, dialogorientierte Kommunikation und Vermittlung ihrer Forschungsergebnisse zu pflegen, die sich an Zielgruppen außerhalb der Wissenschaft richtet. Keine Frage, das ist ein Kulturwandel, der längst überfällig ist. Eine moderne, offene und wissensbasierte Gesellschaft kann sich keine Elfenbeintürme leisten. Es reicht selbst für die brillantesten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht aus, lapidar auf ihre Publikationsliste zu verweisen, wo alle, die Interesse daran haben, ihre Forschungsergebnisse zum Klimawandel oder zur Vorbeugung von Volkskrankheiten nachlesen könnten. In Zeiten, in denen die Gesellschaft nach Rat und Orientierung sucht und um Einordnung und Einschätzung bittet, darf die Forschung nicht die Flucht ergreifen. Das gilt nicht zuletzt auch deshalb, weil ihre Arbeit zu weiten Teilen aus öffentlicher Hand finanziert wird. Die Auskunft in allgemein verständlicher Sprache muss zum Berufsethos von Forscherinnen und Forschern gehören. Die Voraussetzungen dafür stehen einerseits gut. Im Mai diesen Jahres hat das Wissenschaftsbarometer der Initiative Wissenschaft im Dialog in einer repräsentativen Umfrage ermittelt, dass zwei Drittel aller Deutschen der Wissenschaft voll und ganz oder eher vertrauen. Nur jede oder jede Zehnte gaben an, der Wissenschaft nicht oder eher nicht zu vertrauen. Trotz dieser geringen Zahlen mehren sich zunehmend laute und aggressive Stimmen von Bürgerinnen und Bürgern, verbreitet vor allem in den sozialen Medien. Sie unterstellen den Forschenden eine Weltfremdheit und setzen auf alternative Fakten. Leider tun das auch manche Präsidenten. Vor dieser Kulisse ist es für die Universitäten umso wichtiger, den Austausch mit der Bevölkerung zu suchen. Wir wollen mit entsprechenden Formaten der Wissenschaftskommunikation das Vertrauen in die Wissenschaft stärken. Wir wollen verdeutlichen, dass alle davon profitieren, wenn eine Debatte versachlicht und evidenzbasiert geführt wird. Ein zeitgemäßes Verständnis von Wissenschaftskommunikation betont die wechselseitige Beziehung, in der Universität und Gesellschaft zueinander stehen. Das bedeutet, dass nicht nur Forscherinnen und Forscher ihre Themen und Fragestellungen in die Gesellschaft tragen, sondern dass sie auch aktiv Impulse aus der Gesellschaft aufgreifen und in ihre Arbeit einbringen. Ich denke hier an das Format der Citizens Science, bei dem Bürgerinnen und Bürger selbst zu Forschenden werden, indem sie Fragestellungen entwickeln, die oft unmittelbar mit ihrer Lebenswelt verknüpft sind. Heutzutage stehen uns auf der ganzen Welt digitale Technologien zur Verfügung, die es allen Interessierten ermöglichen, ortsunabhängig an Forschungsprozessen teilzuhaben, per App Daten zu sammeln, sie auf einer Plattform mit anderen Beteiligten zu teilen und auszuwerten. Für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beinhaltet diese Entwicklung ein enormes Potenzial zur Erforschung eines Themas wie etwa das Stadtklima aus lokaler, regionaler und globaler Perspektive. Bei bestimmten Vorhaben sind Forscherinnen und Forscher zunehmend auf die Expertise der Bürgerinnen und Bürger vor Ort angewiesen. Der groß angelegte Wissensdialog Nordschwarzwald etwa begriff sich von Anfang an als ein Vorhaben,
dass unterschiedliche Akteurinnen und Akteure direkt beteiligt. Daraus entstanden Initiativen zu Themen, die den Alltag und die Zukunft der Bevölkerung direkt betreffen. Sei es waldbasierter Gesundheitstourismus, Landnutzung, softwaregestützte Wegeplanung oder Erwerbsmöglichkeiten von Frauen im Nationalpark Schwarzwald. Die Zeichen sind deutlich. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat die Wissenschaftskommunikation zur Chefsache erklärt. Und diese Priorisierung teilen auch die zentralen Wissenschaftseinrichtungen des Landes. Es gibt unterschiedliche Arbeitsgruppen, die über mögliche Formate und Ausgestaltungen der Wissenschaftskommunikation debattieren. Und wir Universitäten sind dabei. Das ist eine aufregende und gleichzeitig auch ermüdende Aufgabe. Sie verlangt viel Geduld, Empathie, Voraussicht und auch finanzielle Unterstützung seitens Bundes und Länder. Ich denke, dass uns hier in jüngster Zeit ein großer Erfolg gelungen ist. In der Corona-Krise haben sich Hochschulen als unglaublich resilient, anpassungsfähig und offen erwiesen. Sie übernehmen eine proaktive Rolle und machen unmissverständlich deutlich, dass sie in Zeiten der Pandemie ein starker Partner für Gesellschaft und Politik sind. Forscherinnen und Forscher vernetzen sich über die Grenzen von Ländern und Disziplinen hinweg miteinander und teilten ihre Ergebnisse, um gemeinsam nach Lösungen für die Pandemie zu suchen. In Freiburg stellten etwa Fachleute aus der Bioinformatik auf der digitalen Plattform Galaxy ihre Analysen des Virus SARS-CoV-2 Kolleginnen und Kollegen auf der ganzen Welt zur Verfügung und starteten eine Datenbank, in der alle ihre Ergebnisse einbringen können. Ein interdisziplinäres Team von Freiburger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern begann mit der Herstellung von Masken und Schutzvisieren im 3D-Druck, um medizinisches Personal mit der nötigen Schutzbekleidung auszurüsten, als diese im Frühsommer knapp wurde. Die Unis stampften neue Formate der Kommunikation wie Online-Diskussionen oder Podcasts aus dem Boden, die sich speziell an die breite Öffentlichkeit richteten. Die Universität Freiburg etwa informierte mit dem Videopodcast Corona im Kaleidoskop über unterschiedliche Auswirkungen und mögliche Lösungsansätze der Pandemie, sei es im Hinblick auf medizinische Therapien, die Herausforderungen von Homeschooling oder ein hier entwickeltes, kostengünstiges und zuverlässiges Testverfahren. Spielregeln für ein Miteinander. Zu Beginn meines Vortrags habe ich die Frage gestellt, ob das Verhältnis zwischen Universität und Gesellschaft wohl zu beschreiben sei. Als Symbiose, als Spannungsfeld, als ein Ring, in dem zwei Sparringspartner aufeinandertreffen. Ich denke, dass meine Ausführungen alle diese Antworten zulassen und auch erfordern. Im 21. Jahrhundert haben wir es längst nicht mehr mit klar verteilten Rollen zu tun. Universität und Gesellschaft sind unmittelbar aufeinander angewiesen. Nun stellt sich die größte und spannendste Frage: Wie kann dieser Kulturwandel auf dem Weg zu einem Miteinander, einer Kooperation von zwei starken Akteuren gelingen? Es gibt freilich für jedes Miteinander Spielregeln. Ich möchte im Folgenden einige Leitlinien für Universität und Gesellschaft formulieren. Im besten humboldtschen Sinne verweise ich darauf, dass es sich dabei keinesfalls um eine abgeschlossene oder allumfassende Liste handelt. Verstehen Sie es eher als einen Versuch, sich aus zwei Perspektiven diesem Miteinander zu nähern, aus dem Blickwinkel der Universität und aus dem Blickwinkel der Gesellschaft. Was muss also eine Universität leisten, um sich als zuverlässige Partnerin für die Gesellschaft zu bewähren? Erstens, Forscherinnen und Forscher müssen stets die Standards wissenschaftlicher Redlichkeit einhalten und sie müssen den Forschungsprozess selbst transparenter gestalten. Die Gesellschaft muss wissen, wie etwa der Weg von einer Forschungsfrage zu einem veröffentlichten Artikel in einer Fachzeitschrift aussieht. Dass es dabei viele Stationen, Stufen und Revisionen gibt, dass die Debatte und Auseinandersetzung mit Kolleginnen und Kollegen zum Teil dieses Prozesses gehört. Durch diese Offenlegung gewinnen wir Vertrauen. Hätte die Öffentlichkeit um die vielen Stufen
im Veröffentlichungsprozess eines Papers gewusst, wäre eine Attacke wie die auf den Virologen Christian Drosten, dem die Bild-Zeitung auf Grundlage eines frühen, unveröffentlichten Manuskriptes Falschaussagen vorwarf, schlicht nicht möglich gewesen. Zweitens. Forscherinnen und Forscher müssen sich nicht nur auf den Dialog mit der Öffentlichkeit einlassen wollen, sondern den Austausch aktiv suchen, weil sie es als Teil ihres Berufsethos begreifen, die Ergebnisse ihrer Arbeit auch einem Laienpublikum zugänglich zu machen und Impulse aus der Bevölkerung in ihre Forschung aufzunehmen. Hier liegt es an den Universitäten, ihre Forschenden schon früh in die Wissenschaftskommunikation zu schulen, sie mit unterschiedlichen Formaten vertraut zu machen, mit denen sie mit der Öffentlichkeit in Austausch treten und professionell und informiert diesen Austausch begleiten können. Drittens. Forschende dürfen sich nicht von ihrer persönlichen Meinung oder Agenda leiten lassen. Sie dürfen die Kraft der evidenzbasierten Arbeit nicht durch persönliche Missionen kompromittieren. Als Forscherin und Forscher habe ich natürlich politische Überzeugungen und bestimmte Positionen zu sozialen und kulturellen Fragen. Doch diese dürfen keinesfalls die Forschungsergebnisse beeinflussen. Und was wiederum kann die Gesellschaft beitragen, um von den Universitäten zu profitieren und sie als Bildungseinrichtung zu stützen? Erstens, neugierig bleiben. Bürgerinnen und Bürger stehen immer mehr Formen der Partizipation zur Verfügung, die über das Lesen von populärwissenschaftlichen Magazinen oder Sachbüchern hinausgehen. Gehen Sie zu Vorträgen oder in diesem Fall schalten Sie sich zu Online-Diskussionen. Stellen Sie Fragen und suchen Sie den Kontakt zu Forscherinnen und Forschern. Die Beteiligung an der Forschung hat in den vergangenen Jahren ganz wunderbare Formate zutage gebracht. Ich denke hier an das bereits erwähnte Konzept der Citizen Science. Aber auch andere Formate der Beteiligung wie Workshops oder Umfragen. Die Erfahrung der Teilhabe schärft unmittelbar das Verständnis für wissenschaftliche Vorgänge. Zweitens, Sie müssen nicht blind einer Aussage glauben, nur weil sie aus dem Mund einer Forscherin oder eines Forschers stammt. Als mündige Bürgerinnen und Bürger haben Sie sehr wohl die Fähigkeit einzuschätzen, ob es sich um eine glaubwürdige oder unglaubwürdige Aussage handelt. Sie können zum Beispiel mit geringem Zeitaufwand selbst herausfinden, an welcher Institution ein Experte oder eine Expertin verortet ist, ob die Person auf ihrer Webseite eine umfassende Publikationsliste präsentiert, welche Themen sie als ihre Schwerpunkte aufweist und ob sie dazu in seriösen Zeitschriften und Büchern Beiträge publiziert hat. Prüfen Sie, ob diese Person vertrauenswürdigen und profilierten Medien Interviews gibt oder eher auf populistischen Plattformen in Erscheinung tritt. Freilich muss ich an dieser Stelle betonen, dass es niemals eine 100%-Garantie geben kann. Aber es gibt Indizien, die uns bei der Orientierung helfen und uns vielleicht eine Portion Frust ersparen können. Drittens. Wir alle müssen akzeptieren, dass selbst Nobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträger nicht imstande sind, die Welt zu retten. Und schon gar nicht alleine. Wissenschaft ist komplex. Sie braucht Zeit und kann nur einen kleinen Beitrag leisten, ein winziges Steinchen für das richtige Mosaik. Seien Sie nicht enttäuscht, wenn eine Forscherin oder ein Forscher sagt, tja, so einfach ist das nicht. Oder einerseits stimmt das, aber andererseits muss ich meine Aussage auch einschränken. Das ist ein Hinweis auf seriöse Forschung. Wir dürfen die Rolle der Wissenschaft bei all ihrer Wichtigkeit nicht überhöhen. Wir dürfen ihren Einfluss nicht überstrapazieren. Begreifen Sie die Wissenschaft stattdessen als Teil eines aktiven Geflechts aus mehreren Akteurinnen und Akteuren, zu denen zum Beispiel auch die Politik und zentrale gesellschaftliche Einrichtungen gehören. In einem demokratischen Staat trifft niemand Entscheidungen im Alleingang oder in einem Vakuum, das die Rechenschaft obsolet macht. Und deswegen gilt, eine Universität, die in einer Echokammer wirkt, hat keine Daseinsberechtigung. Eine Gesellschaft, die sich von evidenzbasierten Erkenntnissen abwendet,
gefährdet die Grundfesten der Demokratie. Wir brauchen Universitäten, die aktiv den Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern fördern, weil sie die Mehrstimmigkeit nicht scheuen, sondern schätzen. Wir brauchen Universitäten, die nach höchsten Qualitätsstandards Wissen produzieren, dieses Wissen in die Gesellschaft tragen und auf dieser Grundlage selbstbewusst Verantwortung übernehmen. Wir brauchen Bürgerinnen und Bürger, die der Wissenschaft gegenüber Vertrauen schenken. Wir brauchen Bürgerinnen und Bürger, die Verständnis dafür aufbringen, dass die Wissenschaft keine einfachen und schon gar keine endgültigen Wahrheiten verkünden kann. Daraus folgt, dass sich beide Parteien auf Augenhöhe begegnen. Wo Parität herrscht, kann auch gemeinsam Verantwortung übernommen werden. Ich musste an eine Skulptur denken, die in meinem Büro steht. Das Stück stammt von dem Berliner Künstler Peter Unsicker und zeigt einen aus Kork gefertigten Erdball. Dazu gehört ein zweiter Teil, nämlich eine Ansammlung aus in Bronze gegossene Figuren. Manche sind größer, andere kleiner. Alle halten die Hände in die Höhe gestreckt. Auf diesen Händen ruht der dunkelbraune, glänzende Erdball. Wenn ich mir diese Menschenmenge ansehe, kann ich schwer ausmachen, wo die eine Figur beginnt und die andere aufhört. Sie scheinen definiert und gleichzeitig verschmolzen zu sein, geleitet von ihrer gemeinsamen Aufgabe. So sehe ich das ideale Miteinander zwischen Universität und Gesellschaft. Die Erde zu tragen, und ich denke hier an den Titan Atlas, sollte keine Bürde oder Strafe sein. Es darf auch keine Aufgabe sein, die eine einzige Partei schultern muss. Ich plädiere für die vielen Hände und Stützen, die sich eine große Verantwortung teilen. Bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen viele erhellende Momente bei den kommenden Freiburger Wintervorträgen.